Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich außerordentlich, zu diesem Zeitpunkt zu dem Thema zu sprechen, das jeden Ökonomen des öffentlichen Sektors berührt, weil eine grundsätzliche Staatsaufgabe betrifft, nämlich für wirtschaftliche Sicherheit auch zu sorgen. Das Sorgenbarometer nimmt zu, daher der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren. Ich möchte zuerst mal die Frage stellen, ob konjunkturelle Feinsteuerung gelingen kann. Gehe dann auf automatische Stabilisatoren ein, was die ausrichten können, ob das vielleicht auch genügt in vielen Fällen. Gehe dann auf die Frage ein, ob man nicht vorgelagert vor den automatischen Stabilisatoren noch andere strukturelle Determinanten der Wirtschaft beeinflussen können, die die Selbststeuerung der Wirtschaft verbessern, damit sie selber mit den Schwankungen besser fertig wird, und werde am Ende für eine vorbeugende Politik plädieren. Ich möchte das jetzt ganz kurz einordnen, auch in der Diskussion zur Europäischen Währungsunion. Die Geldpolitik wird ja zentral gemacht und kann jetzt nicht mehr auf einzelne Mitgliedsländer abstellen. Umso wichtiger ist es, dass die Fiskalpolitik national die Konjunktur steuert. Die ist mit der Europäischen Währungsunion stärker gefordert als vorher. Ja, das ist mal die Voraussetzung. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Aspekte zu diskutieren. Dann geht es eben um Konjunktursteuerung, entweder automatisch oder mit diskretionären Maßnahmen, Konjunkturpakete. Die müssen aber abstellen, da müssen wir die Situation frühzeitig erkennen. Deshalb ist es wichtig, ja, ob wir rechtzeitig die Situation verfassen. Da habe ich jetzt mal etwas provokant hingeschrieben, treffsichere Konjunkturprognosen gibt es nicht. Ja, das ist eine etwas harte Vorhersage, aber es gibt wichtige Gründe, warum die Prognosen einfach nicht eintreffen können. Ja? Sie können das mehr oder weniger gut tun, aber es wird immer Abweichungen davon geben. Das erste ist einmal, vieles in der Prognosetätigkeit, Peter Brandner hat es ja betont, ja, Stimmungen sind sehr wichtig, vorauseilende Indikatoren, die sind auch sehr labil, aber schon per Definition kann ein vorauseilender Indikator nicht eine überraschende Änderung, einen unerwarteten Schock erfassen und anzeigen. Ja, das kommt immer als Überraschung. Das zweite ist, dass zum Zeitpunkt der Prognose ja die Daten noch nicht endgültig sind und teilweise mit Verzögerung es durchaus erhebliche Datenrevisionen gibt, sodass die Prognoseinstitute mit Daten arbeiten müssen, die später dann in Grenzen, ja, also so nicht mehr stattfinden, nicht mehr da sind. Ja. Und vielleicht auch nicht der einzige Grund, aber man kann dann sagen, dass ein halbes Jahr später dann halt eben häufig zu Prognoserevisionen gibt. Und da will ja, nehme ich jetzt eine ganz andere Quelle, nämlich den Deutschen Sachverständigenrat, weil der vor einer Woche seine neue Prognose für Deutschland und Europa vorgestellt hat. Und in der ersten Spalte sehen Sie, was Sie für 2019 für die einzelnen Länder prognostizieren. Unten für Österreich, Sachverständigenrat, geht von 1,5 aus. Aber im Herbst 2018 hat er auch schon prognostiziert für 2019. Und da sehen Sie in der Klammer, wie groß die Prognoserevision, ja, die Neubeurteilung der Situation ausgefallen ist, ein halbes Jahr später. Ja. Und wir können sicher davon ausgehen, dass wenn wir jetzt Prognosen erleben, dass die halt natürlich auch nicht genau so eintreffen will. Um die Situation etwas aufzulockern, möchte ich Ihnen einen kleinen Prognosewitz erzählen. Nämlich in Deutschland hat man sich ja jahrelang beschwert über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bundesbank. Und ein Kunde war so aufgebracht, dass er den Schaffner gesagt hat, ja, wozu haben Sie denn einen Fahrplan, wenn er jedes Mal eine halbe Stunde zu spät kommt? Sagt der Schaffner ganz trocken, ja, damit wir wissen, wie viel wir zu spät sind. Also Prognosen sind wichtig, aber man darf auch nicht erwarten, dass sie tatsächlich punktgenau eintreffen. Nicht? Und wenn man dann diskretionäre Konjunkturpakete darauf abstellen muss, dann wird es schwierig. Dann kommen sie eben häufig meistens zu spät, ja? Sind dann natürlich auch teuer, belasten den Staatshaushalt und müssen abgearbeitet werden. Ja? Meine Position ist, dass die automatischen Stabilisatoren und auch die anderen Determinanten der Rezessionsrobustheit oder Krisenrobustheit im Normalfall genügen. Ja?
Ich sage aber nicht, dass es immer Ausuferungen gibt, systemische Krisen, dass das selbstverständlich der Staat, dazu muss er in einer guten Verfassung ist, jederzeit bereit sein muss, um das aufzufedern. Nicht? Wenn wir eine systemische Finanzkrise haben oder einen allgemeinen Vertrauensverlust, der sich gegenseitig ansteckt, ja, dann muss natürlich selbstverständlich speziell dagegen gesteuert werden. Ja? Aber dann halt eben nur, wenn es ein wirklich außerordentlicher Zustand ist. Ja? Und dieser Zustand ist in den einzelnen Wirtschaften auch mehr oder weniger wahrscheinlich. Ja? Er ist nämlich in den Wirtschaften, kommt er öfter vor, ist die Gefahr, dass das ausufert, viel größer, wo die Wirtschaft nicht krisenrobust ist. Also deshalb möchte ich den Punkt speziell beleuchten. Diese eine Grafik soll zeigen, dass natürlich Prognosemodellen auch manchmal, nicht immer, aber manchmal auch systematische Fehler aufweisen. Ja, das ist jetzt die Vorausschätzung der Europäischen Zentralbank, die einen Riesenapparat betreiben, die Kerninflationsrate vom Euroraum aufzeigt. Nicht? Wenn Sie da am Beginn dieser Linie sind, dann war das die Prognose für die nächste Zeit zu dem Zeitpunkt. Ja? Und das ist dann die tatsächlich realisierte Entwicklung. Nicht? Da sehen Sie, wie die Europäische Zentralbank mit großem Aufwand, die diese Prognosen betreibt, da durchaus auch systematische Fehler gemacht hat. Nicht? Und dann würde ich sagen, es ist halt schwierig, auf Prognosen dann punktgenau mit diskretionären Konjunkturprogrammen abzustellen. Gleichwohl ist es aber selbstverständlich, eine zentrale Staatsaufgabe für wirtschaftliche Sicherheit zu sorgen. Das ist ein wesentlicher Indikator des Wohlstands. Es geht nicht nur um Einkommen, sondern auch um wirtschaftliche Sicherheit. Deshalb haben wir den Sozialstaat, der die individuellen Risiken abfängt. Und wir müssen natürlich gesamtwirtschaftlich die Konjunktur stabilisieren und dadurch können Konsum glätten, Einkommen glätten und mehr wirtschaftliche Sicherheit erhalten. Nicht? Und die Frage ist aber, mit welchen Instrumenten wir das tun. Ja? Das eine ist die automatischen Stabilisatoren. Sie wissen die grundsätzlichen Wirkungsweise. Zunächst einmal muss man vorausschauen, dass auch die Staatsausgaben selber, die normalen Ausgaben, eine stetige Nachfragekomponente ist. Das ist schon etwas, was einen stetigen Konjunkturverlauf unterstützt, nicht? Dass ein Teil der Nachfrage nicht schwankt und stetig verläuft. Dann haben wir progressive Steuern, die im Boom übermäßig viel Kaufkraft abschöpfen. Dann gibt es Überschüsse, der Staat geht in den Überschuss und das kann dann abgebaut werden und wieder genutzt werden in der Rezession, wenn auf der anderen Seite die Steuereinnahmen einbrechen und die Sozialausgaben, insbesondere die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung, zunehmen. Damit das voll wirken kann, muss der Staatshaushalt in einer guten Verfassung sein. Wir brauchen eine niedrige Staatsschuld, sodass jederzeit die staatliche Kreditfähigkeit außer Zweifel steht. Ja? Nur dann kann man die konjunkturellen Defizite, das ist ja der Mechanismus, wie die automatische Stabilisierung wirkt, auch tatsächlich ausleben lassen. Ja? Dann gibt es Überschüsse und Defizite müssen sich ausgleichen. Selbstverständlich ist in Ländern, die stark verschuldet ist, ist der Spielraum mit automatischen Stabilisatoren, die Konjunktur zu stabilisieren, schwer beeinträchtigt. Ja? Also Italien, ja, wenn da das Defizit sehr stark zunimmt, auch der Maastricht-Vertrag lässt natürlich konjunkturelle Komponente zu. Ja, weil sobald da das Defizit etwas größer wird, ausgehend von dieser hohen Verschuldung, dann reagiert der Finanzmarkt nervös. Ja? Und deshalb ist halt in den Staaten tendenziell die Fähigkeit, die Konjunktur zu stabilisieren, geringer und der Staat nicht in demselben Ausmaß in der Lage, diese Aufgaben zu erfüllen. Ja? Der Staat muss ein Anker der Sicherheit sein, das kann er aber nur sein, wenn er ausgehend von einer moderaten Staatsverschuldung aus operiert. Jetzt zu den automatischen Stabilisatoren. Ich will mit der Folie zeigen, die machen einen großen Teil der Aufgabe und sind ja wirksam. Ja, also zunächst einmal die Zusammenfassung von Fiskalmultiplikatoren, Ausgabenmultiplikatoren, darauf würde man schauen, wenn man diskretionäre Konjunkturpolitik macht. Ja, wie sehr kann man mit einem Euro an zusätzlichen Ausgaben das BIP stabilisieren? Ne? Das sind die Steuern. Das ist der Stand der Wissenschaft. Also eine Zusammenfassung, ganz neue Zusammenfassung. Ich möchte aber in meinem Vortrag das Gewicht auf automatische Stabilisatoren und dann auf eine Stärkung der Selbstheilungskräfte in der Wirtschaft abstellen. Und die automatischen Stabilisatoren machen einen guten Job.
Ja? Also hier eine typische Untersuchung hier ist, dass sie etwa 38 in Europa, ach, das ist nicht ganz richtig, das ist ein Tippfehler, dass in Europa wirken die viel stärker als in den USA, ja, tragen viel mehr zur Stabilisierung bei, etwa 38% der Einkommensschocks. Ja, wenn wir einen BIP-Einbruch, Rezession haben, gehen die Einkommen zurück, ja, weil das wird wieder aufgefangen, indem Kaufkraft stabilisiert wird, weil Arbeitslosenversicherung, Sozialausgaben und all die anderen Dinge gezahlt werden und plötzlich weniger Steuern abgeliefert werden, wenn die Leute weniger verdienen. Ja, 38% werden von den Einkommensschwankungen aus geglichen. Das ist ja individuell das Risiko, das hier für die Leute abgebaut wird. Nicht? So wird wirtschaftliche Sicherheit geschaffen, ja, indem da eben diese Einkommensausfälle abgefangen werden. Ja? Und das wiederum stabilisiert die Nachfrage bis zu 30% in der EU. Ja, das ist ein mächtiger Beitrag zur Konjunkturstabilisierung, das ganz automatisch eintritt, ja, sodass wir bei jeder Rezession schon ein milliardenschweres Konjunkturpaket, ohne dass irgendjemand was zeitverzögert oder zum richtigen Zeitpunkt beschließen müsste, automatisch der Fall ist und das ist wirksam. Das kann aber, diese Effekte, die Fähigkeit, das zu tun, kann in den Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Das ist in manchen Ländern viel besser und in anderen weniger. Die OECD hat mal in einer Untersuchung nicht lange her, erstens mal hat sie auch herausgefunden, das deckt sich gerade hier, ja, dass der Steuertransfermechanismus eben die verfügbaren Einkommen stark glättet. Ja, das ist ein wesentlicher Teil des automatischen Stabilisators. Dann haben sie aber auch untersucht, wie denn ein 1%iger BIP-Nachfrageausfall sich denn übersetzt in Arbeitseinkommen und Arbeitslosigkeit. Und da unterscheiden sich die Länder ganz gewaltig. Ja? Es gibt also Unterschiede in den strukturellen Eigenschaften der Wirtschaft, die ein Land krisenrobust machen, die spüren dann die Rezession weniger und andere geht das in die Arbeitslosigkeit oder die Arbeitseinkommen gehen zurück. Ja? Und da muss man dann sich die Frage stellen, was sind denn die Kennzahlen oder Größen in der Wirtschaft, die ein Land dazu in der Lage setzen, da selber damit fertig zu werden. Ja? Diese Untersuchung hat das dann auch für die Länder aufgeplottet. Hier haben wir die Höhe der öffentlichen Einnahmen in Prozent des BIP, Steuern und andere öffentliche Einnahmen und hier die Nachfragestabilisierung, die in dem Land erzielt wird. Nicht? Und dann sehen wir, dass in den USA die automatischen Stabilisatoren relativ gering sind und in Österreich hier in dieser Untersuchung sehr hoch. Das hat übrigens auch der Parlamentsdienst hat diesen Stabilisierungskoeffizienten sehr hoch angesetzt. Was ich da nur zeigen will, ist, dass das zwischen den Ländern sehr stark schwanken kann. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was müssten wir in der Wirtschaftspolitik tun, damit in Österreich die Wirtschaft selber krisenrobust ist und der Staat hier weniger gefordert ist bei normalen Konjunkturschwankungen. Das ist die zentrale Frage. Und wenn man das jetzt darüber nachdenkt, glaube ich, muss man bei den Unternehmen ansetzen. Ja? Hier zeige ich Ihnen eine typische empirische Untersuchung aus der Volkswirtschaftslehre. Was man nicht vermeiden kann, ist Risiko. Ja, dass die Wirtschaft selbstverständlich immer Schwankungen im internationalen Umfeld, globalisierte Wirtschaft oder das individuelle Risiko von Unternehmen, das ist nicht beseitigbar. Und die haben da untersucht, wie wirkt es sich denn ein Umsatzeinbruch von 10% in einer Branche aus, wie stark übersetzt sich das in den Reallohn und Beschäftigung. Ja? Und dann sieht man, und das sieht man auch bei jeder Zeitreihe, springt das im Auge, ja, dass die Arbeitseinkommen trotzdem noch relativ stabil verlaufen und was wirklich schwankt, sind die Gewinneinkommen. Ja? Und das ist der sichtbare Ausdruck dessen, die Unternehmen versichern die Arbeitnehmer, mehr oder weniger, je nachdem in welcher Verfassung sie sind. Ja, und da, glaube ich, ist der zentrale Ansatzpunkt für die Krisenrobustheit, wenn das wird vorher schon abgefangen, bevor die automatischen Stabilisatoren wirken, wird das schon abgefangen. Ja? Und dann würde ich sagen, da gibt es drei wesentliche Determinanten, gibt es auch mehrere, aber ich würde jetzt die betonen, die aus meiner Sicht die wichtigsten sind. Eine F&E-intensive Wirtschaft, also die wettbewerbsfähig ist, einen Qualitätsvorsprung hat, die hat eine tendenziell unelastische Nachfrage. Sie können jetzt ganz salopp sagen, Qualität ist immer gefragt. Ja? Und wie wirksam das ist, möchte ich Ihnen mit dieser Grafik zeigen. Ja, da ist ja 2009 und da sind die Branchen, ja, nach ihrem Grad ihrer Technologieintensität, F&E-Intensität. Hier ist die Branche der Spitzentechnologie, die wachsen natürlich rasch, das ist der rasch wachsende Teil der Wirtschaft.
Aber sie spüren auch keinen Konjunktureinbruch oder nur sehr wenig. Ja, bei denen wirkt sich das wenig aus. Ja, Qualität ist immer gefragt. Nicht? Und dort, wo die Wettbewerbsfähigkeit, die F&E-Intensität am geringsten ist, dann da schlägt sich natürlich, da müssen die Unternehmen im Preiswettbewerb bestehen und da schlägt sich der Konjunktureinbruch am stärksten nieder. Also eine F&E-Orientierung der Wirtschaft ist schon einmal ein wichtiger Aspekt, ja, wie eine Wirtschaft krisenrobuster sein kann. Die Schweiz ist ein führendes Innovationsland und steckt einen 20-prozentigen Frankenschock einfach weg, ohne dass Arbeitslosigkeit entsteht und ohne dass der Staat hat intervenieren müssen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist Eigenkapital. Das Eigenkapital trägt das Risiko. Es ist ja das Residualeinkommen. Ja, die Gewinne sind das Realeinkommen. Das ist der zweite wichtige Faktor, Eigenkapitalausstattung der Wirtschaft. Und das dritte ist einfach Arbeitsmarktflexibilität. Ja, in einer Rezession leiden die Unternehmen, die insolvent werden oder Schwierigkeiten haben, sind die überschuldet sind, weil wir da einen festen Block, Kostenblock Zinszahlungen haben. Ja? Und natürlich auch das Arbeitseinkommen ist ein fester Block. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das Risiko bei den Arbeitnehmern ankommt, entweder als Einkommensrisiko oder als Beschäftigungsrisiko. Also die Arbeitsmarktflexibilität ist aus meiner Sicht der dritte Punkt und werde ich auch eingehen. Jetzt habe ich die F&E-Intensität Ihnen schon illustriert. Das zweite, mehr Eigenkapital, weniger Überschuldung. Ja? Also die Finanzkrise war sicher eine Krise der Überschuldung. Ja? Eigenkapital trägt das Risiko. Kredite resultieren in einer festen Zinsbelastung. Die Banker müssen ja ihnen anvertraute Spargelder sicher einsetzen, ja, und brauchen einen sicheren Zinsfluss. Für die Unternehmen ist das ein fixer Kostenblock. Und deshalb haben überschuldete Unternehmen in der Rezession dann halt eben, ist halt die Überschuldung der erste Insolvenzgrund. Ja. Und leider ist es auch so, dass der Staat selber hier zu diesem Risiko erheblich beiträgt. Nämlich die Besteuerung begünstigt, diskriminiert systematisch das risikotragende Eigenkapital und begünstigt die Fremdfinanzierung. Er trägt also an der Schuld bei. Ja? Also wenn man jetzt auf typische Forschungsergebnisse abstellt, kann man sagen, dass dieser Teil dazu verantwortlich ist, dass die Schuldenquote der Unternehmen etwa 7,5 Prozentpunkte höher wäre, im Vergleich zu einer neutralen Behandlung, gleichmäßigen Behandlung von Eigenkapital und Fremdkapital, ja, oder das bei den Banken, da ist es natürlich genau das Gleiche, die können sich auch über Depositen und Interbankenkredite verschulden oder Eigenkapital aufnehmen. Ja. Und da zeigt sich, dass halt natürlich die Steuern selber ein Grund sind, dass die Banken tendenziell das kostbare Eigenkapital an dem sparen und dann die freiwilligen Kapitalpuffer abbauen. Und dadurch natürlich ist das ein wichtiger Grund, wo hier Verletzlichkeit auftritt im System. Ja? Vielleicht gehe ich jetzt auf das nicht ein, aber jedenfalls in der empirischen Forschung zeigt sich deutlich, dass Banken, Hausbanken, wenn sie mit mehr Eigenkapital ausgestattet sind, in der Rezession dann auch, ja, dann hier 5 Prozentpunkt höhere Kapitalquote, in der Rezession dann plötzlich sehr viel mehr Kredite noch weiterhin vergeben als andere Banken, die wenig Eigenkapital haben. Ja? Also da ist von der Finanzierung der Wirtschaft her ein gewaltiger Stabilisator eingebaut. Ja? Oder dieses Ergebnis: in Spanien hat man dynamische Kapitalpuffer, dynamische Kapitalreserven bei den Banken eingeführt. Nicht? Im Boom ist für keine Bank Schwierigkeit, Eigenkapital aufzubauen. Die Gewinne sprudeln herein und wenn man am Kapitalmarkt das beschleunigen will, indem man Eigenkapital aufnimmt, ist im Boom absolut keine Schwierigkeit. In der Rezession, wo Verluste hineinkommen und Abschreibung getätigt werden muss, da ist es echt schwer, Eigenkapital aufzunehmen und die Gewinne sind nicht da. Ja? Das ist eigentlich auch im Interesse der Banken, ja? Ein Kapitalpuffer im Boom aufzubauen, um sie dann in der Rezession abbauen zu können. Und da zeigt sich, also in dieser Untersuchung in Spanien, 1 Prozentpunkt höhere Kapitalreserven, 9 Prozentpunkte mehr Kredite in der Rezession an Unternehmen, ja? Und 6 Prozentpunkte mehr Beschäftigung. Ja? Also an der Stelle ist auch ein gewaltiger Stabilisator eingebaut bei den Banken, aber natürlich auch bei der Realwirtschaft. Dritter Punkt ist Arbeitsmarktflexibilität. Ich will noch einmal vorausschicken, der wichtigste Stabilisator ist der Unternehmenssektor. 10% Umsatzeinbruch, ja, übersetzt sich nur relativ bescheiden, immerhin groß genug, aber relativ bescheiden in Arbeits,
Risiko, Einkommensrisiko und Beschäftigungsrisiko. Ja? Und feste Kostenblöcke, das ist halt nun mal der größte Kostenteil der Unternehmen, den sie haben, sind in der Rezession natürlich sehr verhängnisvoll, nicht? Wenn dann die Löhne nicht gezahlt werden können. Nicht? Deshalb ist Arbeitszeitflexibilität in der Rezession weniger und im Boom nachholen ein stabilisierendes, sehr stark stabilisierendes Element. Ich weiß, dass sich daran hitzige Debatten entflechten, aber letzten Endes tauschen hier die Unternehmen etwas Einkommensrisiko ein, handeln sich etwas Einkommensrisiko ein für weniger Beschäftigungsrisiko. Ja? Man kann entweder das Einkommen kann ein bisschen stärker schwanken, aber dafür ist der Job sicherer. Ja? Das ist hier der Trade-off, der hier gemeint ist. Aber es gibt auch noch, abgesehen davon, noch auch einen anderen Punkt in der Forschung, und das scheint mir sehr intuitiv und auch wichtig zu sein, da könnte man auch noch ansetzen. Die Arbeitslosenversicherung ist ja einer der wichtigsten Bestandteile der automatischen Stabilisatoren. Ja? Jetzt ist es aber so, dass man diesen Teil noch verstärken könnte, deutlich verstärken könnte. Das ist ein Vorschlag aus der Wissenschaft. Nicht? Das Überlegen ist ganz simpel, nämlich die Bezugsdauer der Arbeitslosigkeit antizyklisch zu gestalten. Ja? In der Boomphase kurze Bezugsdauer, in der Rezession längere. Und die Begründung ist ganz einfach. In der Boomphase findet jeder sofort einen Job, der das suchen will. Da brauche ich nicht lange Arbeitslosenversicherung bezahlen. In der Rezession gibt es keine Jobs. Da ist es wichtig, ja, es ist ja auch wichtig, dass die Jobanforderungen der Unternehmer mit den Eigenschaften der Arbeitnehmer, die Skills, die sie mitbringen können, zusammenpassen. Ja, das braucht ja eine gewisse Zeit, dass da das richtige Unternehmen, der richtige Job an den richtigen Arbeitnehmer geht. Ja, das ist insgesamt auch produktivitätsfördernd und steigernd, dass das passiert. Und das braucht halt in der Rezession etwas länger als im Boom. Und jetzt könnte man die Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung ausdauern. Das würde bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit selber im Boom größere Überschüsse erzielt und in der Rezession größere Defizite. Wenn man das verstärkt, müssen auch die zyklischen Komponenten dann im Gesamtstaat auch stärker ausfallen. Das ist automatische Stabilisierung. Das ist hier noch einmal einfach visuell ausgedrückt. Ja, das Blaue ist sozusagen das BIP, die gesamte Wertschöpfung, die in der Volkswirtschaft erzielt wird. Das Rot gestrichelte sind die Gewinne, der Betriebsüberschuss. Nicht? Das wird also an Betriebsüberschuss und Arbeitseinkommen verteilt und die Grünen sind die Arbeitseinkommen. Ja? Die schwanken wesentlich weniger als der Betriebsüberschuss. Ja, das ist der sichtbare Ausdruck dessen, dass Unternehmen die Arbeitnehmer versichern und man muss sie in die Lage bringen, das auch wirklich gut tun zu können. Ja, damit komme ich zu meinem letzten Punkt, den ich betonen will. Ich bin skeptisch, dass eine konjunkturelle Feinsteuerung gelingen kann. Die Prognosen können das nicht frühzeitig anzeigen. Es gibt immer wieder Prognoserevisionen, es kommen überraschende Schocks. Ja? Und wenn dann im besten Fall hat die Wirtschaftspolitik Schubladenprogramme in Reserve und kann die realisieren, aber selbst das braucht eine gewisse Zeit, bis das aktiviert wird und entschieden wird und dann kommt das zu spät. Ja, deshalb abstellen auf automatische Stabilisatoren, die machen einen Großteil des Jobs, der Konjunktursteuerung, aber vorbeugende Konjunkturpolitik wäre, an der Selbstversicherung der Wirtschaft zu arbeiten, ja, die Selbstversicherung zu stärken, die Widerstandskräfte zu stärken. Ja, da wäre F&E-Intensität, Eigenkapitalausstattung aus meiner Sicht ein wichtiges Handlungsfeld der österreichischen Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktflexibilität, ich glaube, da sind wir nicht so schlecht, aber man kann das auch noch ausbauen. Ja, antizyklische Kapitalpuffer bei Banken oder konjunkturabhängige Bezugsdauer der Arbeitslosenversicherung. Das wären auch noch Möglichkeiten, diesen automatischen Teil der Stabilisierung auszubauen. Ja. Und wenn man das tut, dann kommt es auch dazu, dass diese Vorgehensweise den Steuer- und Transfermechanismus auch entlastet in seiner Arbeit. Ja, die Wirtschaft fängt das selber vorher schon stärker an und da unterscheiden sich die Länder sehr stark, wie ich gezeigt habe. Und diese Aspekte sind gleichzeitig Konjunkturpolitik, aber gleichzeitig auch Wachstumspolitik.
Ja? Risikokapital brauche ich in einer innovativen Wirtschaft, um das Wachstum zu finanzieren. Ja? Das innovative Wachstum braucht mehr Risikokapital, globalisierte Unternehmen müssen mehr Risiko abwälzen, da brauche ich mehr Risikokapital und weniger Überschuldung. Das ist nicht nur für die Stabilisierung der Konjunktur, sondern auch für die Wachstumspolitik sehr zentral. Also da ist eine große Harmonie angelegt. Wenn ich jetzt also summa summarum mit einem Satz abschließen würde, ich würde in der Wirtschaftspolitik das so machen wie in der Medizin. Vorbeugen ist besser als heilen.